Herzlich willkommen im Atego Infomagazin. In den folgenden Minuten erhalten Sie einen ersten Eindruck über die vielfältigen technischen Details Ihres Atego. Bitte beachten Sie, dass dieser Film lediglich eine Kurzinformation ist. Lesen Sie vor Fahrtantritt bitte unbedingt die Betriebsanleitung sorgfältig durch. Das erste Thema rund um das Fahrerhaus. Danach wird das Telligent Motorsystem vorgestellt. Welche Vorteile das Telligent Bremssystem bietet, erfahren Sie im nächsten Beitrag. Danach wird die Telligent Schaltautomatik vorgestellt. Es folgt die Telligent Schaltung. Im nächsten Beitrag erfahren Sie Wissenswertes über die Telligent Niveauregelung. Und danach werden Sie über das Wichtigste zum Thema Telligent Wartungssystem informiert. Um wirtschaftlicher und noch sicherer zu fahren, stellen wir Ihnen das Mercedes-Benz Profi-Training vor. Und last but not least stellen wir Ihnen die Vorteile des Nutzfahrzeugservice mit seinem Werkstattnetz in ganz Europa und die Dienstleistungen bei Mercedes-Benz vor. Wir starten nun mit einem Blick rund um das Fahrerhaus. Der Einstieg mit den breiten Trittstufen ist sicher und komfortabel. Weit zu öffnende Türen lassen einen bequemen Einstieg zu. Je nach Ausführung befinden sich ein oder zwei Aufstiege in Front- bzw. Bugschürze. Der Auftritt in der Bugschürze ist beim Atego ab 18 Tonnen herunterklappbar. Beim Atego mit langem Fahrerhaus ab 18 Tonnen sind am hinteren Ende des Radlaufs rechts und links die Staufächer. Sie können jeweils von innen durch Drücken des Entriegelungshebels geöffnet werden. Das Koppelmaul befindet sich verdeckt in der Frontschürze. Das Entriegeln der Frontklappe geschieht von außen. Der Betätigungshebel für die Fahrerhausentriegelung befindet sich rechts neben dem Beifahrersitz an der Seitenwand. Die Sicherungsverriegelung für die Kippstellung ist am rechten Einstieg. Fahrerhäuser ohne Kipphydraulik werden manuell entriegelt und von Hand gekippt. Bei Fahrerhäusern mit Kipphydraulik ist die Kipppumpe rechts hinter dem Fahrerhaus. Der Verschluss entriegelt automatisch. Die Schließanlage in Ihrem neuen Ausstattung mit Funkfernbedienung oder als Komfortschließanlage mit Funkfernbedienung lieferbar. Das Öffnen und Schließen der Türen geschieht entweder mit Schlüssel oder beim Atego mit Zentralverriegelung über die Funkfernbedienung. Diese arbeitet richtungsunabhängig und muss nicht auf eine bestimmte Stelle des Atego gerichtet sein. Mit der Funkfernbedienung kann die Fahrertür durch einmaliges Drücken der Taste entriegelt werden. Drückt man die Taste ein zweites Mal, wird die Beifahrertür entriegelt. Verfügt Ihr Atego über eine Komfortschließanlage und ist mit elektrischen Fensterhebern ausgestattet, werden diese beim Verriegeln automatisch geschlossen. Ihr Atego ist mit den Sitzen der Firma Isringhausen oder der Firma Grammer ausgestattet. Die richtige Sitzeinstellung ist Grundlage für ein entspanntes und sicheres Fahren. Der Standardschwingsitz der Firma Isringhausen ist schnell einstellbar und einfach zu bedienen. Die Sitzkissentiefeneinstellung ist in einem Bereich von 60 mm in 6 Stufen einstellbar. Die Sitzneigung ist von minus 4 Grad bis 12 Grad in 10 Stufen einstellbar. Die Rückenlehneneinstellung erfolgt durch Ziehen des Hebels. Anschließendes Belasten oder Entlasten bringt die Rückenlehne in Position. Die Sitzhöhe ist in 9 Stufen einstellbar. Die Sitzlängseinstellung wird durch Ziehen des Bügels nach oben entriegelt beziehungsweise nach Loslassen in der erreichten Position verriegelt.
Für die vertikale Federung ist der Stoßdämpfer von hart bis weich einstellbar. Die Sitzschnellabsenkung erleichtert den Ein- und Ausstieg. Die Kopfstütze kann in der Höhe gestellt werden. Komfort und Sicherheit bietet Ihnen der Grammer-Sitz in seiner Komfortausstattung. Die Sitzkissen-Tiefeneinstellung ist hier einfach in 6 Stufen einzustellen. Die Veränderung der Sitzneigung erfolgt durch Ziehen des Hebels. Die Rückenlehne kann durch Ziehen des Griffes nach oben entriegelt und durch Be- oder Entlasten eingestellt werden. Für die Sitzhöheneinstellung den Hebel nach oben ziehen oder nach unten drücken. Die Sitzlängseinstellung wird durch Ziehen des Bügels nach oben entriegelt und kann stufenweise eingestellt werden. Der Vertikalschwingungsdämpfer ist von weich bis hart einzustellen. Bei der integrierten pneumatischen Konturanpassung werden die einzelnen Kammern unabhängig voneinander be- und entlüftet. Lendenwirbel- und Seitenkonturanpassung sind so individuell möglich. Zur Ein- und Ausstiegshilfe wird beim jeweiligen Drücken des Tasters der Sitz in die unterste Position abgesenkt bzw. in Fahrstellung angehoben. Mindestens genauso wichtig wie die richtige Sitzposition ist eine dem Fahrer angepasste Lenkradeinstellung für eine gesundheitsschonende und entspannte Körperhaltung. Die Lenkradeinstellung wird pneumatisch entriegelt oder verriegelt. Achtung! Die Lenkradeinstellung darf nur bei stehendem Fahrzeug und angezogener Feststellbremse durchgeführt werden. Wird der Schalter unten gedrückt, ist die Lenksäulenverstellung entriegelt. Das Lenkrad ist jetzt in Höhe und Neigung einstellbar. Wird der Schalter oben gedrückt, ist die Lenksäulenverstellung verriegelt. Wurde die Lenkradeinstellung nicht verriegelt, wird ca. 8 Sekunden nach dem Entriegeln die Lenksäule automatisch verriegelt. Der Automatiktachograf garantiert die vorgeschriebene Dokumentation Ihrer Fahrt. Der Tachograf befindet sich neben dem Radiofach unterhalb der Schalterebene. Die Registrierung erfolgt auf den bekannten Diagrammscheiben. Wird der Schlüssel im Lenkschloss in Fahrtstellung gedreht, erscheint permanent beleuchtet die Grundanzeige mit Datum, Uhrzeit und Gesamtkilometerstand. Außerdem erscheinen die Symbole für eingelegte Diagrammscheiben und die aktuelle Stellung der Zeitgruppen. Links für den ersten Fahrer und rechts für den zweiten Fahrer. Um die Schublade zu öffnen, muss der Atego stehen. Die Feststellbremse muss angezogen werden, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Mit dieser Taste öffnen Sie die Schublade. Im Display erscheint das Symbol Auswurf aktiv. Zusätzlich zeigt ein Laufbalken an, dass dieser Vorgang etwas dauern kann. Abwarten, bis die Schublade entriegelt wird. Schublade bis zum Anschlag herausziehen und nach unten klappen. Hinweis: Öffnen Sie die Schublade nur zum Einlegen oder Entnehmen der Diagrammscheiben. Um Beschädigungen und Verschmutzungen zu vermeiden, die Schublade immer geschlossen halten. Wird der Atego mit 2 Fahrern, Fahrer 1 und Fahrer 2, gefahren, müssen beide Fahrer jeweils eine Diagrammscheibe einlegen. Die Diagrammscheibe für Fahrer 2 legen Sie wie folgt ein. Vor Antritt einer Fahrt die Diagrammscheibe ordnungsgemäß beschriften. Schublade öffnen. Trennplatte hochklappen. Die Diagrammscheibe für Fahrer 2 mit der beschrifteten Seite nach oben in die Diagrammblattaufnahme legen. Dabei darauf achten, dass sich die Diagrammscheibe unter dem Federelement befindet. Trennplatte herunterklappen. Jetzt können Sie die Diagrammscheibe für Fahrer 1 einlegen. Die Diagrammscheibe für Fahrer 1 ebenfalls mit der beschrifteten Seite nach oben in die Diagrammblattaufnahme legen.
achten Sie darauf, dass die Diagrammscheibe unter die Führungsecken gelegt wird. Schublade nach oben klappen und einschieben. Durch Betätigen von Taste 1 für Fahrer 1 und Taste 2 für Fahrer 2 können die verschiedenen Zeitgruppen eingestellt werden. Der Fahrtenschreiber besitzt jedoch einen Automatikmodus. Das heißt, nach Antritt der Fahrt wird automatisch die Zeitgruppe Lenken Hinweis: Wird der Atego nur von einer Person gefahren, muss nur die Diagrammscheibe für Fahrer 1 eingelegt werden. Die Zeitgruppe für Fahrer 2 unbedingt auf Ruhezeit einstellen, da sonst eine Fehlermeldung im Display erscheint. Achtung! Das Entnehmen der Diagrammscheibe darf nur bei stehendem Atego erfolgen. Feststellbremse anziehen. Bei einem Fahrerwechsel bei Arbeitsende oder spätestens nach 24 Stunden. Taste Auswurf drücken. Warten, bis die Schublade entriegelt wird. Schublade bis zum Anschlag herausziehen und nach unten klappen. Diagrammscheibe Fahrer 1 entnehmen. Trennplatte nach oben klappen. Diagrammscheibe Fahrer 1. Die Beschriftung der Diagrammscheiben ordnungsgemäß vervollständigen. Achtung! Wird keine Diagrammscheibe eingelegt, erscheint nach dem Anfahren je nach eingestellter Zeitgruppe im oberen Display in der Standardinstrumententafel die Meldung TCO. Ist Ihr Atego mit dem grafikfähigen Instrument ausgerüstet, erscheint im oberen Display die Meldung TCO und das Symbol LKW sowie der Text Schaublatt 1 keine Registrierung. Durch Drücken der Taste Weiterführende Information erscheint im Display die Handlungsanweisung Schaublatt 1 einlegen. Der Fahrer ist für die Sicherung seines Atego verantwortlich. Dies gilt insbesondere beim Abstellen in Steigungen und in Gefällen. Zum Abstellen des Atego muss die Feststellbremse angezogen werden. Anziehen. Den Hebel von der Lösestellung bis zur Vollbremsstellung nach hinten schwenken. Der Hebel rastet ein, die Kontrollleuchte Feststellbremse leuchtet auf. Lösen. Sperre des Feststellbremsventils anheben und Hebel in Lösestellung bringen. Die Kontrollleuchte in der Instrumententafel erlischt. Prüfstellung für Atego mit Anhänger bzw. Auflieger. Zur Prüfstellung gelangt man, indem man in der Stellung Bremse die Sperre nach unten drückt. Dann Hebel nach hinten bis zum Anschlag ziehen und festhalten. Jetzt kann festgestellt werden, ob der abgestellte Lastzug an Steigungen oder Gefällen nur durch die Federspeicherkraft des Zugfahrzeuges gehalten wird. Hinweis: Den Akku, wenn notwendig, zusätzlich mit Unterlegkeilen sichern. Die Instrumententafel ist das Herzstück Ihres Cockpits und informiert Sie über den aktuellen Zustand Ihres Atego. Wird der Schlüssel im Lenkschloss in Fahrtstellung gedreht, leuchtet das Display ca. 2 Sekunden lang auf. Gleichzeitig ertönt der Warnsummer und die Stoppleuchte leuchtet auf. Diese erlischt spätestens nach 8 bis 10 Sekunden oder nach dem Startvorgang, wenn die Betriebssicherheit gewährleistet ist. Hierzu wird automatisch ein Funktionscheck durchgeführt. Im Zentrum der Instrumententafel befindet sich das Display für das Fahrzeugdiagnosesystem FDS bzw. Fahrerinformationssystem FIS für das grafikfähige Instrument. Hier im FDS werden Fahrzeuginformationen automatisch angezeigt, zum Beispiel nachdem der Zündschlüssel in Fahrstellung gedreht wurde oder bei Bedarf auf Anforderung. Angezeigt werden Betriebsinformationen, zum Beispiel beim Einschalten einer Differentialsperre oder des Nebenantriebs. Kontrollinformationen, zum Beispiel Motorölstand, Kühlmittel und Scheibenwaschanlage. Serviceinformationen, zum Beispiel Luftfilter. Störungen und Warnungen. Sowie Diagnosedaten.
Bei Atego-Fahrzeugen mit grafikfähigem Display läuft nach Drehen des Zündschlüssels in Fahrtstellung ebenfalls die Funktionskontrolle im Hintergrund ab. Anschließend leuchten das ABS-Symbol LKW und die Statusanzeigeleuchten gelb auf. Das Symbol ABS-Motorwagen muss nach ca. 3 Sekunden erlöschen. Anschließend erscheint die aktuelle Uhrzeit. Im Multifunktionsdisplay werden angezeigt die Tageskilometer, die Außen- oder die Kühlmitteltemperatur. Ständig eingeblendet ist die Gesamtwegstrecke in Kilometer. Und beim Atego mit der Telligent-Schaltung die geschaltete sowie die vorgewählte Gangstufe. Beim grafikfähigen Instrument werden die Inhalte der einzelnen Menüpunkte im Display groß dargestellt. Neben den beiden Displays befinden sich links die Geschwindigkeitsanzeige und darunter die Kraftstoffvorratsanzeige. Auf der rechten Seite der Drehzahlmesser und darunter die Vorratsdruckanzeige für den Bremskreis 1 und Bremskreis 2. Oberhalb der Displays befinden sich unter anderem die Kontrollleuchten für eingeschaltetes Fernlicht, Abblendlicht, Feststellbremse, Blinklichter für den Motorwagen und eventuell Anhänger oder Auflieger, die Fahrerhausverriegelung und die Dauerbremse. Unter den Displays befindet sich mittig angeordnet die Stoppleuchte. Bitte beachten Sie unbedingt, erst dann losfahren, wenn die Stoppleuchte erloschen ist. Achtung, wenn die Stoppleuchte im Fahrbetrieb aufleuchtet und der Warnsummer ertönt, sofort an geeigneter Stelle anhalten und den Motor abstellen. Beachten Sie die Verkehrssituation und stellen Sie die Ursache fest. Bitte lesen Sie dazu die ausführlichen Hinweise der Betriebsanleitung. Der aktuelle bzw. fehlende Motorölstand kann am Display angefordert werden. Bei Motorölstand unter Füllung erscheint automatisch das Symbol für Motorölstand und gleichzeitig wird die empfohlene Nachfüllmenge eingeblendet. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. Wird das Symbol für Kühlmittelstand eingeblendet, ist der Füllstand im Ausgleichsbehälter unter den normalen Füllstand abgesunken. Atego anhalten und Motor abstellen. Ursache feststellen. Kühlmittelstand prüfen. Vorsicht! Öffnen Sie den Verschlussdeckel des Kühlmittelausgleichsbehälters nur bei einer Kühlmitteltemperatur unter 50 Grad Celsius. Drehen Sie den Verschlussdeckel langsam um circa eine halbe Umdrehung nach links, um den Überdruck abzulassen. Weitere Informationen sind aus der Betriebsanleitung zu entnehmen. Die Betriebsinformation Scheibenwaschanlage Scheinwerferreinigungsanlage wird im Display angezeigt, wenn der Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter bis auf circa einen Liter abgesunken ist. Die Stoppleuchte leuchtet auf, wenn der Motoröldruck, der Motorölstand oder der Vorratsdruck in einem Druckluftkreis der Bremsanlage zu niedrig ist. Die weiteren Kontrollleuchten betreffen Atego-Fahrzeuge je nach Ausstattung. Rollsperre, Motorstart-Stopp-Automatik, Haltestellenbremse eingeschaltet und Störungen beim Automatikgetriebe. Der Drehzahlmesser befindet sich rechts neben dem Anzeigendisplay und ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Der noch wirtschaftliche Bereich wird im grünen Rasterfeld angezeigt. Der optimal wirtschaftliche Bereich bei Vollgas im grünen Feld. Der Wirkungsbereich Motorbremse im gelben Feld. Der Überdrehzahlgefahrenbereich für die Motorbremse im gelb-roten Rasterfeld. Und der Überdrehzahlgefahrenbereich Motor im roten Feld. Links neben der Instrumententafel befinden sich vier Funktionstasten. Zum Dimmen der Instrumentenbeleuchtung, zur Uhrzeiteinstellung, zum Wechseln der Anzeigen von Außentemperatur zu Kühlmitteltemperatur sowie von Anzeige Uhrzeit zu Tageswegstreckenzähler und zum Zurücksetzen der Tageskilometer.
Rechts neben der Instrumententafel befinden sich vier Funktionstasten, mit denen man alle Fahrzeuginformationen und die darin abgespeicherten Werte abfragen kann. Sie werden im Multifunktionsdisplay bzw. im Display-Fahrer-Informationssystem eingeblendet. Neben der Instrumententafel befindet sich die übersichtlich gestaltete Schaltertafel. Die einzelnen Schalter sind speziell für eine sichere Bedienung während der Fahrt groß und übersichtlich gestaltet. Zum schnelleren Erkennen sind die Schalter mit beleuchteten Symbolen versehen. Je nach Ausstattung bzw. Sonderausstattung zeigen wir Ihnen hier einige Beispiele. Klimaanlage, Nebenantrieb, Ladebordwand, Rollsperre, Motorstart-Stopp, ASR-Abschaltung, Spannungswandler für 12 Volt Steckdose, Not-Aus, Warnblinkanlage sowie eine Handyhalterung. Die Einstellmöglichkeiten für ein angenehmes Raumklima erreicht man über die drei untereinander angeordneten Drehschalter. Sie sind übersichtlich und komfortabel konzipiert und bieten den größtmöglichen Bedienkomfort. Die Funktionen sind im Einzelnen: Das Gebläse ist ausgeschaltet, wenn der Schalter auf 0 steht. Die Stufen 1 bis 3 sind zum Heizen, Lüften, Kühlen. Die Stufe 4 Entfrosten, Kühlen. Gebläsestufe 1 oder 2 sollte immer eingeschaltet sein. Wenn der Gebläseschalter auf das weiße Farbfeld gestellt wird, arbeitet das Gebläse mit Frischluftzufuhr. Ist der Gebläseschalter im gelben Feld, wälzt das Gebläse die Luft im Fahrerhaus um. Dabei wird die Außenluftzufuhr gesperrt. Die Luftverteilung erfolgt über den Luftverteilschalter. Schalterstellung nach oben, Luft zur Frontscheibe. Nach rechts, Luft zur Frontscheibe und zum Fußraum. Nach unten, Luft zum Fußraum. Nach links, Direktbelüftung Mitteldüsen und Seitendüsen. Wird der Temperaturwähler auf blau gestellt, ist die Heizung ausgeschaltet. Steht er auf dem roten Punkt, wird die volle Heizleistung zum Entfrosten erreicht. Als Sonderausstattung gibt es eine Klimaanlage und eine Warmluftzusatzheizung, die für Ihr persönliches Wohlbefinden während der Fahrt in Ihrem Atego sorgt. Bei der Klimaanlage den Schalter nach oben drücken, die Klimaanlage ist eingeschaltet. Die Kontrollleuchte im Schalter leuchtet auf. Nach unten drücken, die Klimaanlage ist ausgeschaltet. Hinweis: Um Schäden am Kältemittelkompressor zu vermeiden, sollte die Klimaanlage auch im Winter mindestens einmal im Monat für 10 Minuten in Betrieb genommen werden. Ergänzend zur serienmäßigen Heizung gibt es als Sonderausstattung auch eine Zusatzheizung. Die Warmluftstandheizung von Webasto oder Eberspecher bietet zusätzlichen Komfort und Sicherheit in Ihrem Atego. Freie Sicht, kein Beschlagen der Scheiben. Die Warmluftstandheizung ist auch bestens geeignet, das Fahrerhaus vor Antritt der Fahrt zu beheizen. Die Programmierung der Schaltuhr ermöglicht die Vorwahl von 3 Einschaltzeiten und das innerhalb von 24 Stunden bis zu maximal 7 Tagen. Die Taste für Sofortbeginn mit Heizen erlaubt jederzeit einen Wechsel vom programmierten Heizbetrieb zum Dauerheizbetrieb. Die Temperaturwahl erfolgt über das Potentiometer. Zum manuellen Beenden der Heizzeit muss wieder die Sofortheiztaste betätigt werden. Das Telligent Motorsystem besteht aus 2 Komponenten. Die Motorregelungselektronik erfasst und bewertet alle relevanten Motorparameter, die für den Motorlauf, die Motorüberwachung und den Notbetrieb erforderlich sind. Und die Fahrregelungselektronik erfasst alle Daten, die für den Fahrbetrieb ausschlaggebend sind und realisiert die Tempomat- und Temposet-Funktion sowie das Motorbremsmanagement. Folgende Funktionen können über den Betätigungshebel an der Lenksäule aktiviert werden. Mit der Tempomat-Funktion kann jede Geschwindigkeit über 15 km/h gespeichert werden. Der Atego fährt dann mit der gespeicherten Geschwindigkeit. Der Tempomat sollte nur benutzt werden, wenn die Verkehrs- und Witterungsverhältnisse eine gleichbleibende Geschwindigkeit zulassen.
bei eingeschaltetem Tempomat den Fuß vom Fahrpedal nehmen. Aktivieren, Hebel nach oben antippen und loslassen. Die erreichte Geschwindigkeit wird gespeichert. Durch kurzes Antippen nach oben wird die Geschwindigkeit um jeweils 0,5 km/h erhöht. Durch kurzes Antippen nach unten wird die Geschwindigkeit um 0,5 km/h verringert. Ein Verzögern wird durch Antippen nach unten und Festhalten erreicht. Beim Loslassen des Hebels wird die erreichte Geschwindigkeit gespeichert. Die über Tempomatregelung eingestellte Geschwindigkeit ist nach Einsatz der Betriebs- oder Dauerbremse zunächst nicht mehr wirksam. Sie bleibt aber gespeichert und kann durch Antippen des Hebels nach unten wieder abgerufen werden. Der Atego beschleunigt dann wieder auf die zuletzt gefahrene Geschwindigkeit. Hinweis: Wird der Atego bei eingeschaltetem Tempomat mit dem Fahrpedal beschleunigt, regelt sich nach Loslassen des Fahrpedals die gespeicherte Geschwindigkeit wieder ein. Kurzes Antippen nach vorne bedeutet, der Tempomat ist ausgeschaltet. Die zuletzt eingestellte Geschwindigkeit bleibt gespeichert. Die eingestellte Geschwindigkeit wird gelöscht, wenn der Schlüssel im Lenkschloss bis zum Anschlag zurückgedreht wurde. Automatisch ausgeschaltet wird der Tempomat bei einer Geschwindigkeit unter 10 km/h sowie bei Kupplungsbetätigung von länger als 5 Sekunden. Wird bei eingeschaltetem Tempomat auf Tempo Set gewechselt, ist die Tempomatfunktion ausgeschaltet und gleichzeitig Tempo Set aktiv. Mit Tempo Set kann die Fahrgeschwindigkeit ab 15 km/h begrenzt werden. Den Atego bis zur gewünschten Geschwindigkeit beschleunigen. Knopf am Betätigungshebel drücken. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist wirksam. Kurzes Antippen nach vorne bedeutet, die eingestellte Geschwindigkeit wird automatisch gelöscht. Soll die eingestellte Geschwindigkeit überschritten werden, Fahrpedal über die Vollgasstellung hinaus bis zum Anschlag treten, Kickdown. Nach dem Beschleunigen des Atego Fahrpedal loslassen und wieder betätigen. Die eingestellte Geschwindigkeitsbegrenzung ist wieder wirksam. Die Speicherung bleibt bei Brems- bzw. Kupplungsvorgängen erhalten. Die eingestellte Geschwindigkeit wird automatisch gelöscht, wenn der Schlüssel im Lenkschloss bis zum Anschlag zurückgedreht wird. Abgeschaltet wird mit der Hebelbewegung nach vorn. Wird bei eingeschaltetem Temposet auf Automat umgeschaltet, wird die Temposet-Funktion gelöscht und die momentan gefahrene Geschwindigkeit vom Tempomat übernommen. Weitere Funktionen im Hebel sind die verschiedenen Motorbremsstufen der Dauerbremse. Weiß. Um eine optimalere Motorbremsleistung zu erreichen, muss die Drehzahl angehoben werden. Hierfür vorher in einen kleineren Gang zurückschalten. Wird der Hebel aus der Stellung 0 betätigt, Hebel in Stellung 1, leuchtet die Kontrollleuchte auf und zeigt an, dass die Dauerbremse im Einsatz ist. Bei mehrstufigem Betätigungshebel wurde zusätzlich als Sonderausstattung ein Retarder eingebaut. Mit den Stufen 2 bis 5 sind weitere Bremsstufen abrufbar. Eine weitere Sonderausstattung für Ihren Atego ist das Motor-Start-Stopp-System. Bei längeren Wartezeiten, zum Beispiel in der Stadt oder im Verteilerverkehr, kann der Motor mit der Start-Stopp-Automatik automatisch abgestellt und wieder gestartet werden. Schalter nach oben drücken. Die Automatik ist eingeschaltet. Hinweis: Bei abgestelltem Motor blinkt die Kontrolllampe MSS. Der Motor wird automatisch wieder gestartet, wenn das Getriebe in Neutral geschaltet ist und das Kupplungspedal betätigt wird und der Atego anrollt. Wer mehr Sicherheit will, muss alles tun, um Unfälle zu vermeiden. Dank des serienmäßigen Telligent-Bremssystems und ABS kommt der Atego früher zum Stehen als jeder andere LKW mit herkömmlichen Bremsen. Dazu ist der Atego an allen Achsen mit leistungsfähigen, innenbelüfteten Scheibenbremsen ausgestattet. Eine elektropneumatische Steuerung ist der Druckluftbremsanlage übergeordnet. Die Vorteile der Telligent-Bremse sind: sehr kurzer Bremsweg bei einer Gefahrenbremsung durch Bremsassistent. Automatische belastungsgerechte Bremskraftverteilung zwischen Zugfahrzeug und Auflieger, Anhänger.
Schnelleres Ansprechen der Bremse durch elektropneumatische Ansteuerung. Gleichmäßiger Bremsbelagverschleiß an allen Achsen des Zugfahrzeugs. Erleichterte Bedienung durch verbesserte Abstufung. Die Integration der Dauerbremse in die Betriebsbremse ergibt weniger Verschleiß und führt so zur Erhöhung der Belagstandzeiten. Beim Betätigen der Betriebsbremse werden je nach Beladungs- und Fahrbahnzustand die Dauerbremsen automatisch zugeschaltet. Beim Einschalten der Zündung leuchten im Display Fahrerinformationssystem die Funktionssymbole auf für ABS-Motorwagen bzw. ABS-Anhänger, Auflieger, einschließlich der Statusanzeige in Gelb. Die Anzeigen müssen nach ca. 3 Sekunden oder nach dem Anfahren erlöschen. Eine Besonderheit beim Atego ist die Rollsperre. Sie ist Bestandteil des Telligent Bremssystems und bietet erstmals einen Anfahrkomfort, der den Fahrer insbesondere beim Anfahren am Berg erheblich entlastet. Durch Betätigen des Schalters wird die Rollsperre in Bereitschaft geschaltet. Um sie zu aktivieren, muss der Motor laufen und die Betriebsbremse bis zum Fahrzeugstillstand betätigt werden. In der Instrumententafel leuchtet die gelbe Kontrolllampe für die Rollsperre auf. Der eingesteuerte Bremsdruck wird beim Lösen des Pedals gehalten, solange noch ein Pedal betätigt ist. Das bedeutet, dass zum Beispiel beim Anfahren am Berg ungewolltes Vorwärts- oder Rückwärts verhindert. Als Sonderausstattung erhältlich, vereint die Telligent Schaltautomatik die wirtschaftlichen Vorteile eines herkömmlichen Schaltgetriebes mit dem hohen Bedien- und Fahrkomfort eines Automatikgetriebes. Basis des Systems ist ein 6-Gang-Schaltgetriebe, das nun über eine automatisierte Kupplungs- und Gangwechselbetätigung verfügt. Im Fahrerhaus entfallen für den Fahrer das Kupplungspedal und der herkömmliche Schalthebel. Ersetzt wurde dieser durch das Schaltgebergerät. Mit dem Modusschalter M und A kann jederzeit zwischen manuellem und automatischem Gangwechsel gewählt werden. Starten Sie den Motor. Wählen Sie Automatikbetrieb A am Modusschalter des Gebergerätes. Drücken und halten Sie die Funktionstaste am Gangwahlhebel fest. Damit öffnet sich die Kupplung. Bewegen Sie den Gangwahlhebel nach vorn. Einmal für den ersten oder zweimal für den zweiten Gang. Der gewählte Gang wird eingelegt und im Display angezeigt. Öffnen Sie die Feststellbremse. Geben Sie mit dem Fahrpedal Gas. Die Kupplung schließt automatisch und der Atego fährt an. Das Getriebe schaltet automatisch während der Fahrt entsprechend dem Fahr- und Beladungszustand in einen höheren bzw. niedrigeren Gang. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, über den Wahlhebel die Gangwahl zu beeinflussen. Der Automatikmodus bleibt trotzdem erhalten. Bei Kickdown treten Sie das Fahrpedal vollständig nach unten. Das Getriebe schaltet gegebenenfalls automatisch einen Gang zurück, um mit höherer Motordrehzahl auf den Fahrerwunsch zu reagieren. Hinweis: Steht der Atego länger als 90 Sekunden mit laufendem Motor, wird das Getriebe automatisch in Neutralstellung N geschaltet. Wählen Sie den Manuellbetrieb M. Eine Schaltung erfolgt nur dann, wenn der Gangwahlhebel nach vorne zum Hochschalten oder nach hinten zum Zurückschalten betätigt wird. Drücken Sie gleichzeitig den Funktionstaster, wird ein Gang übersprungen. Der eingelegte Gang wird im Display angezeigt. Die große Ziffer stellt den eingelegten Gang dar. Die kleine Ziffer zeigt blinkend den vorgewählten Gang an. Durch Drücken der Neutraltaste am Gangwahlhebel wird der Gang herausgenommen. Im Display wird N für neutral angezeigt. Ebenso wird der Fahrer nach dem Umschalten durch kurzzeitige Anzeige von Auto bzw. Mann über den aktuell gewählten Modus informiert. Der Rückwärtsgang lässt sich nur bei stehendem Atego einlegen. Schalten Sie in die Neutralstellung. Drücken und halten Sie die Funktionstaste fest und bewegen den Gangwahlhebel nach hinten.
Der Rückwärtsgang ist eingelegt. Achtung! Das Absichern des Atego mit eingelegtem Gang ist nicht möglich. Wird bei eingelegtem Gang der Motor abgestellt, ertönt ein Warnton und das Getriebe wird in Neutral geschaltet. Der Atego kann nur durch Betätigung der Feststellbremse gegen Wegrollen gesichert werden, gegebenenfalls zusätzlich mit Unterlegkeilen sichern. Für die unterschiedlichen Einsatzgebiete ist Ihr Atego bis 16 Tonnen mit einem neu entwickelten Synchrongetriebe mit 5 oder 6 Gängen ausgerüstet. Als Sonderausstattung können beim Atego ab 18 Tonnen 9 bzw. 16 Gang mechanisch geschaltete Getriebe oder 16 Gang Getriebe mit Telligent-Schaltung eingebaut werden. Mit der Telligent-Schaltung werden die Gänge elektronisch angesteuert und pneumatisch geschaltet. Die Telligent-Schaltung entlastet den Fahrer und ermöglicht ein äußerst material- und kupplungsschonendes Schalten. Am Gebergerät befindet sich der Schalthebel, die Funktionstaste, die Neutraltaste und die Halbgangwippe, mit der halbe Gänge hoch- oder zurückgeschaltet werden. Die Gangwahl kann erfolgen durch die Elektronik. Schaltet der Fahrer über Elektronikwahl, legt die Elektronik nach Abhängigkeit vom Fahrzustand den Gangsprung beim Hoch- und Zurückschalten fest. Oder durch den Fahrer, Fahrerwahl. Hier kann der Fahrer selbst bestimmen, ob er einen halben, einen, eineinhalb oder zwei Gänge hoch- oder zurückschalten will. Alle Gänge können vorgewählt werden, außer Rückwärtsgang und Neutralstellung. Die Ganganzeige befindet sich im Multifunktionsdisplay. Das Anfahren mit Vorwahl geschieht durch Wählen des gewünschten Anfahrganges. Danach blinkt der gewählte Gang im Display. Jetzt Pedal betätigen. Die vorgewählte Gangstufe wird geschaltet. Einkuppeln. Wird bei stehendem Atego und betätigter Betriebs- oder Feststellbremse aus der Getriebeneutralstellung ein Anfahrgang gewählt, bleibt der vorgewählte Gang 2 Minuten gespeichert. Bei gelöster Betriebs- oder Feststellbremse 10 Sekunden und während der Fahrt. Im Fahrbetrieb kann der Fahrer mit der Fahrerwahl die von ihm gewünschte Gangstufe direkt anwählen. Jedoch lassen sich in der Vorwahl beim Hochschalten maximal 2 Gänge vorwählen, die dann beim Betätigen der Kupplung ohne Einschränkungen geschaltet werden. Die Anfahrgänge sind: erster Gang, Funktionstaste drücken und Schalthebel nach vorne bewegen. Zweiter Gang, Schalthebel ohne Funktionstaste nach vorne bewegen. Dritter Gang, Schalthebel nach vorne bewegen und loslassen. Funktionstaste drücken und Schalthebel ein zweites Mal nach vorne bewegen. Vierter Gang, Schalthebel nach vorne bewegen, Schalthebel loslassen und ein zweites Mal nach vorne bewegen. Bei Baustellenfahrzeugen wird beim Anschalten der Differentialsperre der Baustellenbetrieb aktiv. Es kann maximal um 1 Gang hochgeschaltet werden. In der Gangstufe 1 bis 4 wird die Vorwahlzeit von 10 auf 30 Sekunden erhöht und der Schaltvorgang beschleunigt. Auch ein schneller Fahrtrichtungswechsel zum Freischaukeln eines eventuell festgefahrenen Atego vom Rückwärtsgang in den ersten Gang und zurück ist möglich. Aus der Neutralstellung heraus zuerst die Funktionstaste drücken, festhalten und den Schalthebel nach hinten bewegen. Im Display wird der geschaltete Gang R angezeigt. Funktionstaste drücken, festhalten und nach vorne bewegen. Im Display wird der geschaltete Gang 1 angezeigt. Hinweis: die Freischaukelschaltung nicht auf festem Untergrund durchführen. Bitte beachten Sie unbedingt: vor Verlassen Ihres Atego bitte Getriebe in Neutralstellung schalten und Feststellbremse anziehen. Mit der Telligent-Niveau-Regelung können Sie Ihren Atego immer optimal den unterschiedlichen Ladebedingungen anpassen.
Bei eingeschalteter Zündung kann durch Betätigen der Tasten des Bediengerätes links neben dem Fahrersitz der Fahrgestellrahmen angehoben oder abgesenkt werden. Das Bediengerät kann auch außerhalb des Fahrerhauses betätigt werden. Dazu wird das Bediengerät aus der Halterung genommen. Mit den Tasten M1 und M2 kann die Höhe des Fahrgestells gespeichert und wieder angefordert werden. Taste Vorwahl drücken, die Betriebsanzeige leuchtet auf. Taste Heben oder Senken drücken, die Anzeige Fahrgestell über Normallage oder Fahrgestell unter Normallage leuchtet im Display auf. Ist die benötigte Höhe erreicht, Taste Stopp drücken, festhalten und zusätzlich Taste M1 oder M2 drücken. Bei gespeicherter Fahrgestellhöhe mit den Tasten M1 oder M2 kann das Fahrgestell automatisch auf die gespeicherte Höhe angehoben oder abgesenkt werden. Mit der Taste Fahrtstellung wird der Fahrgestellrahmen automatisch auf die Normallage angehoben oder abgesenkt. Danach erlischt die Betriebsanzeigenleuchte. Zum Be- und Entladen des Atego kann eine gleichbleibende Rahmenhöhe gespeichert werden. Dabei ist wie folgt vorzugehen. Feststellbremse anziehen. Motor laufen lassen, bis der Druckregler abschaltet. Beim Atego mit Nachlaufachse, Nachlaufachse senken. Durch Drücken der Taste Vorwahl mit den Tasten Heben bzw. Senken kann der Fahrgestellrahmen angehoben bzw. abgesenkt werden. Ist die benötigte Höhe erreicht, Taste Stopp drücken und festhalten. Dabei Schlüssel im Lenkschloss bis zum Anschlag zurückdrehen und abziehen. Taste Stopp, loslassen. Nach dem Speichervorgang kann das Fahrerhaus verriegelt werden. Bei ausreichendem Vorratsdruck in der Druckluftanlage wird die gespeicherte Höhe des Fahrgestells ca. 5 Stunden konstant gehalten. Das Telligent-Wartungssystem ist serienmäßig in jedem Atego ab 18 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht eingebaut und informiert Sie über den Betriebszustand Ihres Atego. Alle Wartungsfunktionen und Serviceinformationen werden im Fahrerinformationsdisplay angezeigt. Der Atego muss also nur dann zum Service, wenn es notwendig ist. Im Display werden automatisch Serviceinformationen angezeigt, wie zum Beispiel Service fällig mit der Angabe der Restfahrstrecke. Sie können jederzeit alle Serviceinformationen über Ihren Atego abrufen. Dazu wird über eine der seitlichen Funktionstasten das Auswahlmenü angefordert und im Display eingeblendet. Mit der Pfeiltaste nach unten wird das Menü Service Info im Display gewählt. Jetzt kann mit der Taste Weiterführende Informationen eine Servicestelle und ein Servicetermin angezeigt werden. Mit dieser Taste gelangt man wieder zum Hauptmenü, zum Auswahlmenü oder zurück in die Grundanzeige mit der aktuellen Uhrzeit. Um noch sicherer unterwegs zu sein und noch wirtschaftlicher bzw. umweltschonender ans Ziel zu kommen, gibt es das Mercedes-Benz Profi-Training. Die konsequente Fortsetzung der seit über 25 Jahren erfolgreichen Mercedes-Benz Fahrprogramme für Nutzfahrzeuge. Von Profis für Profis. Unsere Trainer gestalten die theoretischen und praktischen Trainingseinheiten praxisnah und anwenderbezogen. Auf dem neuesten Stand der Technik. Wir wollen Sie nicht belehren, sondern begeistern. Sie haben ausführlich die Gelegenheit, das Gelernte auf neuesten Atego-Fahrzeugen umzusetzen. Das Trainingsprogramm baut auf drei Säulen auf. Die Fahrerinformation. Praxisnahes Wissen für den täglichen Einsatz. Optimaler Umgang mit der aktuellen LKW-Technik. Das Economy-Programm. Kosten sparen, umweltschonen. Das eintägige Eco-Training vor Ort. Kompakt und praxisnah. Das zweitägige Intensivseminar. Das dreitägige Eco-Trainer-Seminar. Train the Trainer. Das Fahrsicherheitsprogramm mit dem Intensivtraining. Damit Sie immer gut ankommen.
Ein Atego von Mercedes-Benz bietet das Bestmögliche in allen Bereichen. Nutzlast, Qualität, Sicherheit, Komfort, Leistung und Umweltverträglichkeit. Damit dies auch über eine lange Zeit so bleibt, bietet Mercedes-Benz umfassende Serviceangebote. Vom Motorservice oder Reifenwechsel bis hin zum Ersatzfahrzeug, alles inklusive. Denn selbst ein Mercedes kann einmal zum Stehen kommen. Zwar seltener denn je, aber Wartungsdienste, Verschleißreparaturen und Ähnliches lassen sich leider nicht ganz aus der Welt schaffen. Der Mercedes-Benz-Service-Vertrag bietet Sicherheit und Planbarkeit der Kosten bei Fahrzeugwartung und Reparatur. Auch unvorhergesehene Arbeiten werden mit abgedeckt. Die Verträge lassen sich ganz nach individuellen Wünschen gestalten. Über eine monatliche Pauschale bezahlt Mercedes-Benz dann die jeweilige Werkstatt. Rechnungen und Bargeld sind nicht mehr nötig. Der Servicevertrag umfasst schon in der Basisversion alle Wartungsarbeiten und Verschleißreparaturen und ist jederzeit individuell erweiterbar. Ein günstiges Angebot über die gewünschte Vertragsdauer ist eine verlässliche und langfristige Basis für die Kalkulation. Unvorhergesehene Kosten und Überraschungen sind damit vergessen. Das gilt auch für Anhänger und Auflieger. Und das Schönste, die vertraglichen Leistungen können bei allen Mercedes-Benz-Vertragspartnern ohne Bezahlung in Anspruch genommen werden. In ganz Europa, bei mehr als 2700 Servicestationen zwischen dem Nordkap und Sizilien. Das waren die wichtigsten Punkte zur Betriebsanleitung für Ihren Atego. Wir weisen darauf hin, dass Sie auf jeden Fall vor Fahrtantritt unbedingt die Betriebsanleitung lesen sollten. Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt.